Willkommen zurück. Wir sind hier in Graphitport City und schauen uns hier etwas um. Und in den Kommentaren wurde ich aufmerksam gemacht, ob ich nicht vielleicht ein Knilz fangen soll oder kann oder will. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Eventuell werde ich das tun. Immer wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe wie bescheuert ein. Willkommen, kann ich dir helfen? Wir kaufen mal erstmal was. Eine Merrypuppe, eine Eco-Puppe wollen wir alles nicht haben. So. Gibt's hier noch was? Ich bin der Statuswert-Guru. Ich werde dir verkaufen, was du brauchst. Oh ja, interessant. Wir können hier Proteine kaufen für den Angriffswert, Eisen für den Verteidigungswert und so weiter und so fort. So können wir die Statuswerte unserer Pokémon verändern. Aber wie ihr schon seht, der Preis ist doch schon sehr hoch. Der Preis ist heiß. Also momentan noch nichts für uns. Oh, dein Lombrero, du musst dich mehr anstrengen. Dann gebe ich dir und deinem Pokémon ein schönes Geschenk. Okay. Oh, schau dir das an. Das Seegras hier in dieser Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht aus, als könne es sich aufrichten und angreifen. Einkaufen, wo man die salzige Luft des Meeres einatmen kann. Graphitport City ist so ein toller Ort. Kennst du die TM-Geheimpower? In unserer Gruppe mögen alle die TM-Geheimpower. Eines unserer Mitglieder wird sie dir geben. Sag mir, wenn du sie hast. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir unter der Hand tolle Sachen verkaufen. Verletzt sich ein wildes Pokémon, heilt es sich, indem es Bären isst. Wusstest du das? Irgendjemand hat dies beobachtet und kam so auf die Idee, aus Bären Medizin herzustellen. Und weißt du noch etwas? Um aus Bären Medizin herzustellen, muss man sie zu Pulver verarbeiten. Wusstest du das? Du scheinst sehr interessiert zu sein. Ich habe etwas Gutes für jemanden wie dich. Wir erhalten ein Puderdöschen. Ich habe vor kurzem in den Pokémon-Centern Maschinen installiert, mit denen man Bären malen kann. Du findest sie in Direktclub im oberen Stockwerk. Wusstest du das? Manometer, kannst du mit dieser Maschine Bärenpuder für mich herstellen? Ich werde Medizin herstellen, wenn du mir Bärenpuder bringst. Alles klar. Wir haben es kapiert. Wir verstehen das. Was ich sagen wollte, ob ich mir ein Knilz zulegen will oder nicht. Bisher hatte ich noch keins im Team. In meinem gesamten Leben noch nicht. Aber ich kann drüber nachdenken auf jeden Fall. Das noch mit einzuarbeiten quasi dann. In unser Team. Ich werde mal schauen auf jeden Fall. Erhältst du ein Pokémon durch Tausch, kannst du den Kosennamen nicht ändern. Die Liebe des ursprünglichen Trainers drückt sich in dem Kosennamen aus. Okay, hier unten waren wir schon. Wir schauen uns mal hier oben im Markt weiter um. Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Hiermit sollte ich in der Lage sein, das begehrte Pokémon zu überlisten. Der Markt bietet einige interessante Merchandising-Artikel an. Aber einige Sachen wirst du nur in einem Pokémon-Supermarkt finden. Willkommen! Kann ich dir helfen? Wir kaufen mal, Superball vielleicht? Wir haben nur zwei. Sechs Stück. Sollten erstmal reichen. Und sonst brauchen wir erstmal nichts. Gut. Was haben wir denn hier? Den Pokémon Fanclub. Wir rufen alle Fans der Pokémon. Also auch wir sind gemeint. Hey, mein Pokémon ist das Beste. Kein anderes ist so cool wie meins. Ich bin herumstolziert und habe angegeben, bis ein Vorsitzender mich zu Fall brachte. Das hat meinen Hochmut abgekühlt. Wenn du magst, dann bringe ich einen deiner Pokémon Angeberei bei. Nee. Echt nicht? Erkennst du denn nicht den tieferen Sinn dahinter? Hallo, du scheinst einem Lombrero sehr nahe zu stehen. Weißt du was? Ich bin ein TV-Reporter. Ich reise herum und interviewe Leute, befrage sie zu Pokémon. Darf ich dich auch etwas über deinen Lombrero fragen? Klar. Wow, danke schön. Dann erzähl mir doch einfach alles, was dir an Lombrero gefällt. Manometer. Ausrufe gefallen mir. Ja,
Das war jetzt sehr doof von mir, ehrlich gesagt. Egal. Ich habe da eh keine Lust zu. Oh, okay, nun, wenn du mir doch etwas über Pokémon erzählen willst, ich bin hier. Ich freue mich immer, Pokémon zu sehen, die ihre Trainer lieben. Pokémon haben ein sensibles Gespür für die Gefühle ihrer Pokémon und Trainer, besser gesagt. Wenn du ein Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, werden die Gefühle erwidert. Sobald dein Pokémon dich liebt, komm und besuche mich nochmals. Dein Pokémon betet dich geradezu an. Für einen so mitfühlenden Trainer hat der Fanclub ein Geschenk. Wir erhalten die Sanftglocke. Wie lieb. Mögen Pokémon Items? Mein Pokémon hat sich sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner. Aber jetzt lass mich dir etwas zu den Pokémon-Wettbewerben sagen. Hier kann jeder seine Pokémon der Welt vorstellen. Sie finden allerdings in abgelegenen Orten statt. Daher kann ich nicht an ihnen teilnehmen. Deshalb haben wir uns hier getroffen. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Pokémon. Alles klar. Manometer. Ziemlich langer Fließtext hier. Haus des Namenbewerters. Bewertung von Pokémon-Kosennamen. Gut. Da wir eh keine Kosennamen haben, ist es eher sinnfrei, hier reinzugehen eigentlich. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin das Orakel der Namen. Ich würde mich freuen, die Kosennamen deiner Pokémon bewerten zu dürfen. Na klar, mach mal. Wie findest du denn Abra eigentlich? Abra, nicht wahr? Du hast du aber einen sehr schönen Namen verliehen. Aber was hältst du davon, wenn ich ihm einen etwas besseren Namen gebe? Niemals. Abra ist perfekt gewählt von mir, ja. Ein Pokémon Center. Das kann nicht schaden. Ich tausche mit Freunden Pokémon. Und wenn ein getauschtes Pokémon ein Item trägt, bin ich umso glücklicher. Möchtest du einen Tipp? Ich sage dir, es ist wichtig, die unterschiedlichen Pokémon zu trainieren. Gleichmäßigkeit ist wichtig. Ein einzelnes starkes Pokémon reicht nicht. Wenn es vom Typ her Nachteile besitzt, kann auch ein sehr starkes Pokémon einen Kampf verlieren. Wahre Worte. Gut. Wir heilen mal unser Schwalbini. Und auch unsere anderen Pokémon natürlich. Danke, dein Pokémon ist wieder topfit. Ich sag auch danke. Dann schauen wir uns hier weiter um. Kampfcamp, Graphitport City. Finde es das ultimative Pokémon. Okay. Hier oben geht's, glaube ich, weiter. In Richtung Route 110. Aber da wollen wir vorerst noch nicht hin. Puh, ich bin fix und fertig. Ich komme aus Malvenfro City. Diese Stadt ist vielleicht groß. Riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad gekommen. Hafen Graphitport City. Die Fähre MS Tide wird momentan in der Werft gebaut. Die Fähre wird so bald wie möglich ihren Dienst aufnehmen. Dann mal zu. Wir schauen mal nach. Verzeihung, du suchst nach einem Schiff? Oh, das tut mir leid, aber die Fähre steht momentan nicht zur Verfügung. Eine Reise zum Meeresboden. Ich frage mich, wie es dort wohl ist. Eines Tages möchte ich auch einmal so tief unter Wasser reisen. Ich wäre gerne mit Captain Brick auf die Expedition zum Meeresboden gegangen. Aber das U-Boot ist zu klein für mich. Ich könnte mich ja reinquetschen, aber dann hätte der Kapitän keinen Platz mehr. Gut, mehr haben wir hier nicht. Also gar nicht mal so spannend. Gut. Ich würde auch fast schon sagen, wir können mal einen ganz kleinen Blick hineinwagen in die Kampfarena vielleicht. Boah, ich werde auch im Kampfcamp ein Können unter Beweis stellen. Aber vorher muss ich mir einige Pokémon fangen. Lass mich durch. Okay, wir gehen mal hinein. Manometer. Was für eine Musik. Wäre es nicht schön, wenn sie eine größere Auswahl hätten?
Ich mag eigentlich keine Käfer-Pokémon, aber vielleicht sollte ich zur Abwechslung doch welche fangen. Wer weiß, vielleicht finde ich sie dann ja doch ganz nett. Du kannst hier so viel kämpfen, wie du willst, selbst wenn du keine starken Pokémon hast. Ich habe keine Pokémon gefunden, die nun ja wie für mich gemacht sind. Und da habe ich mir gedacht, ich beschwere mich nun ja bei dem Typen hier. Aber der hat nicht einmal zugehört. Mann, das ist vielleicht eine Niete. Hey, zieh dir das mal rein. Hier, Mann, das ist für dich. Und da erhalten wir mal einfach so TM 41. Das ist die TM 41, weißt du? Hey, das ist Folterknecht, sag ich dir. Der Gegner wird so daran gehindert, eine Attacke zweimal hintereinander auszuführen. Aber nun hör mir gut zu, ich würde nie Folterknecht gegen dich einsetzen. Natürlich nicht. Willkommen im Kampfcamp von Graphitport. Ich begleite dich zum Wechselkampfturnier. Okay, Informationen wollen wir uns mal anhören. Hier im Kampfcamp von Graphitport halten wir Wechselkampfturniere ab, die mit Leih-Pokémon ausgetragen werden. Als erstes leihst du dir drei Pokémon. Mit diesen kannst du an einem Einzelkampf teilnehmen. Gewinnst du, darfst du ein Leih-Pokémon tauschen. Wiederhole diese Folge von Siegen und Tausch. Gewinnst du dreimal in Folge, erhältst du einen Preis. Wenn du die Herausforderung abbrechen willst, speichere dein Spiel. Wenn du ohne zu speichern abbrichst, wirst du disqualifiziert. Okay, ich würde sagen, zu einem späteren Zeitpunkt wollen wir hier gerne dran teilnehmen. Aber erstmal wollen wir doch mit der Story weitermachen, oder? Ich denke mal schon. Und ich würde fast schon sagen, dass ich zum nächsten Mal ein bisschen trainieren will, ehrlich gesagt. Denn sonst fühle ich mich ja doch schon ein bisschen sehr stark unterlevelt mittlerweile. Wir können noch mal ganz kurz schauen. Ja. Wie wir schon sehen können, hier Lombriro Level 15. Kann Erstauner, Blitz, Absorber, Kugelsaat. Abra Level 13, Teleport. Kleinstein Level 12. Tackle, Einigler, Lehmsula, Steinwurf. Schwalbini, Schnabel, Flügelschlag, Energiefokus, Rucksackhieb. Flamly Level 15, Kratzer, Zerschneider, Energiefokus und Glut. Und Wingard Level 17, Heule, Aquaknarre, Superschall, Flügelschlag. Wisst ihr was? Ich will ganz gerne unser Flamly trainieren. Mal eben. Halt. So, wir tauschen mal Flamly und Lombriro. Dann geht's hier oben mal raus. Und hier will ich gern trainieren. Oh ja, ein Myrapla. Männlich, Level 13. Interessant auf jeden Fall. Okay, es überlebt sogar. Und ich glaube fast, das könnte ich mal fangen. So, Beutel. Und dann Superball. Das dürfte doch reichen, oder? Ja, schau mal. Ja, Myrapla gehört zum Team. Es wächst, indem es Mondlicht absorbiert und so weiter und so fort. Okay, hier scheinen doch vermehrt Pflanzen-Pokémon zu sein, hoffe ich zumindest. So kann ich doch ganz fix trainieren, denn ich glaube, in Level 16 wird sich Flamly entwickeln. So glaube ich zumindest. Wir schauen mal. Aua. Okay, so ein Pfiffchen sollte doch schon ein bisschen EP geben, oder? Naja. Es geht. Okay, was haben wir da? Ein Frieselblitz. Ein, Donner-Pokémon, Elektro-Pokémon. Okay, das ist auch nicht uninteressant. Dann können wir uns eventuell bald mal fangen. Donnerwelle, scheiße. Okay. Paralyse ist doof.
Und Flamly erreicht Level 16. Und Schnabel, können wir erlernen. Dafür vergessen wir mal Energiefokus. Und wir schauen mal. Hey, Flamly entwickelt sich. Anometer, liebe Leute. Unser kleines, süßes Flamly wird erwachsener und wird es wird zu einem Jungglut. Holdrieu. Doppelkick will's erlernen. Und dafür kann dann mal Kratzer vergessen werden. Sehr schön. Und ja, ich würde sagen, jetzt kann ich doch beruhigt trainieren. Gut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit etwas stärkeren Pokémon, so hoffe ich doch mal. Und bis dahin, macht's gut.